Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen hier zurück auf dem virtuellen Door-Out Campingplatz. Heute Abend mal wieder Thema Gas, ist ja immer ein spannendes Thema und ich habe heute Abend bei mir den Nils Fischer, einige von euch kennen ihn schon. Wir haben ja mal das gefilmt, wie quasi eine Gasprüfung im Wohnwagen abläuft, fand ich auch schon relativ spannend. Wir haben da so ein paar Teile einfach nur angerissen und die wollen wir uns heute mal im Detail angucken, weil eigentlich in jedem Gasgerät doch eine ganze Menge Sicherheit verbaut ist, was man so eigentlich in der täglichen Benutzung gar nicht mitbekommt. Ich finde es sehr spannend, weil es eigentlich relativ einfache und robuste Technik ist. Und wie genau das funktioniert, schauen wir uns heute mal an und der Nils wird uns das dann auch noch im Detail erklären, wie das Ganze funktioniert. Ja, Nils, vielleicht gucken wir mal, wir haben hier mal verschiedene Gasgeräte aufgebaut, beziehungsweise teilweise auch auseinandergenommen. Im Prinzip geht es ja eigentlich immer darum, zu verhindern, dass Gas unkontrolliert austritt und sich dann sammeln kann und bei einer Verpuffung sich entzündet und dann im schlimmsten Fall ein Brand entsteht oder eine Verpuffung an sich ist ja schon nicht ganz unerheblich, wenn man bei geschlossenem Gasdeckel einen Gasgrill angezündet hat und das hat ein bisschen länger gedauert, der weiß, dass so ein Gasgrill bellen kann. Also von daher habe ich da meine eigene Erfahrung gemacht und bin seitdem deutlich vorsichtiger geworden. Aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was wir hier eigentlich so liegen haben. Genau, wir sprechen heute so ein bisschen über die Sicherheitssysteme für die Einzelgeräte. Das heißt, es geht jetzt nicht um Wohnwagen oder Wohnmobile, wo wir noch extra Absperrventile haben, sondern wir sprechen jetzt über so eine Zündsicherung, die jeder Kocher und jeder Kühlschrank im Wohnmobil natürlich auch haben muss. Aber auch Einzelgeräte wie so ein Kocher hier haben, so ein Heizpilz hinter uns oder so ein kleiner Ofen, die haben auch meist eine Zündsicherung. Hat einfach damit zu tun, dass wenn die Flamme durch Wind oder durch Wasser oder wo auch immer ausgepustet wird, sage ich jetzt mal, dass die das Gas abschaltet. Dazu gibt es auch in einigen Geräten, wie wir gleich auch nochmal zeigen werden, eine Kippsicherung. Das heißt, wenn die Geräte umfallen würden, wird dann das Gas auch abgeschaltet werden. Und genau. Ich glaube, man kennt das ja eigentlich, wahrscheinlich ist das allen von euch schon aufgefallen, jedes Gasgerät, was man einschaltet, funktioniert in der Regel so, dass man den Knopf reindrückt. Dann strömt das Gas und dann muss ich entzünden und dann muss ich den Knopf noch eine ganze Zeit gedrückt halten. Und ich glaube, das ist das erste Sicherheitsmerkmal. Also dahinter versteckt sich eigentlich ein Sicherheitsmerkmal. Im Betrieb ist es manchmal ein bisschen lästig. Wenn man zu früh loslässt, geht das Ganze wieder aus. Aber eigentlich, wie gesagt, ist das das erste Sicherheitsmerkmal, was unglaublich wichtig ist. Und da sind wir, glaube ich, schon bei dem ersten Teil, was da liegt. Genau, das wäre die Zündsicherung hier auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mit der Kamera schon mal einfach näher kommen willst. Das Grundkonstrukt ist vom Prinzip her immer das gleiche. Wir haben hier diesen Knopf, den man reindrückt und dann über einen Zünder oder über ein Feuerzeug die Anlage dann zündet. Hier ist die Gasdüse, wo das Gas ausströmt, manchmal durch ein Rohr verbunden zu einer Gasdüse. Hier ist es direkt dran, weil das für diesen Aufsteckstrahler ist. Vom Grundprinzip drücken wir hier den Knopf rein, dabei drücken wir so ein kleines Ventil zusammen. Das ist immer in diesen Anlagen verbaut. Ja? Und dieses Ventil hat eine kleine Spule hier drin. Das heißt, wenn ich das mit Strom beaufschlage, wird das halten oder hält es zusammen. Und dann, wenn es zusammen ist, ist es offen. Das heißt, dann strömt das Gas. Genau, dann wird das Gas auch erst strömen. Das mache ich im ersten Augenblick, indem ich den Knopf reindrücke, später. Weil wir die Flamme haben, kommen wir gleich noch zu, bleibt es dann offen und das Gas kann strömen. So, folgendermaßen funktioniert das dann. Ich habe hier immer alles einfach der Reihe nach aufgebaut. Das heißt, wir drücken hier den Knopf rein, drücken das Magnetventil zusammen. Dann sitzt die Kappe da einmal drauf und dahinter sitzt das Thermoelement. Das ist dieses kleine Bauteil hier. Da ist ein Bimetall drin, was einen kleinen Strom produziert, indem das hier vorne erhitzt wird. Das haben wir eigentlich bei allen Geräten nochmal verbaut. Ich hoffe, du siehst das auf der Kamera ja auch. Hier ist auch ein Thermoelement drin. In Heizpilzen haben wir es, in Kochern haben wir es. Also Grundprinzip immer das Gleiche. Am auffälligsten ist es, glaube ich, im Wohnwagen zum Beispiel beim Herd. Ne? Da habe ich quasi an jedem Flammen habe ich diesen kleinen Pin, der daneben steht, genau. Der auch gerne mal verbogen ist. Dann gehen sie nämlich doch wieder aus. Aber das ist im Prinzip das andere Ende von dem Teil, was genau, da sieht man sofort. Das heißt, dieses Teilchen sitzt immer hier vorne in der Flamme. Ja? Wie gesagt, wir produzieren dadurch, dass es ein Bimetall ist und erwärmt wird. Und durch Reibung entsteht hier dann dieser kleine Strom. Dieser kleine Strom wird dann hier auf die Spule gesetzt. Dadurch, dass wir ja sowieso zusammengedrückt haben, hat die Energie, sage ich jetzt mal, oder der Strom genauso viel Kraft, dass er den halten kann. Dadurch kann ich den Knopf dann loslassen. Ja? Das Ventil ist dann natürlich geöffnet. Gas strömt aus. Sobald ich jetzt die Flamme auspuste, ein Wind kommt oder ich koche was über, das heißt, die Nudeln kochen über oder was auch immer, da läuft Wasser drüber, Flamme geht aus, kühlt dieser Stift hier wieder ab.
Dadurch habe ich keinen Strom mehr oder keine Spannung mehr anliegen und dadurch öffnet sich das Ventil wieder. Und das ist dieses Klacken, was man immer hört, wenn man den Kocher ausmacht oder die Heizung oder Kühlschrank ausmacht. Es klackt nach einer gewissen Zeit, eigentlich sagt man so, spätestens 60 Sekunden sollte das passieren und dann ist das Gas automatisch abgeschaltet. Wird bei jeder Gasprüfung auch geprüft. Und ja, das ist der Grundgedanke halt oder der technische Hintergrund hinter dieser Zündsicherung. Das heißt also im Prinzip, wir drücken erstmal manuell, das sind diese 15 Sekunden, das Ventil auf quasi, das Gas strömen kann. Die Flamme zündet, das erwärmt das Bimetall. Also ich habe zwei Metalle kombiniert, die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten haben. Und durch die entstehende Reibung entsteht eine Spannung, die dann quasi das kleine Ventil offen hält. Und dafür brauche ich halt eine gewisse Zeit eine Temperatur, die diese Ausdehnung hervorruft. Und dafür muss ich eben diese 15 Sekunden drücken. Und wenn ich dann eine stabile Flamme habe und eine stabile Temperatur, dann bleibt das Ventil automatisch offen. Je nach Hersteller diese 15 Sekunden. Ne? Das kann manchmal länger dauern. Gerade bei älteren Geräten dauert es erheblich länger. Ja? Kommt immer drauf an. Also manchmal geht es schnell, manchmal geht es langsam, je nachdem wie heiß es tatsächlich wird, wie sehr das in der Flamme sitzt. Es gibt Geräte wie den Aufsteckstrahler, den wir hier vorne stehen haben. Da sitzt es direkt auf der Hauptflamme. Wenn wir überlegen, bei dem Ofen da drüben, da sitzt es nur bei der Pilotflamme. Das heißt, da kriegt er ja auch sofort die Hitze ab. Und je nachdem, wie weit es in der Flamme sitzt, das ist auch nochmal. Ne? Also die Erwärmung muss auf jeden Fall da sein und über eine längere Zeit. Und genau. Dann schaltet dieses Gerät frei. Genau. Ne? Und das ist dieses Symptom, was wir dann immer haben, wenn dieses Gerät defekt ist. Egal, ob es jetzt das kleine Magnetventil sein sollte oder das Thermoelement. Wenn wir den Knopf loslassen und die Flamme geht aus, ist eins von den beiden defekt. Genau. Also muss ausgetauscht werden. Oder verbogen. Oder verbogen oder abgebrannt, das kann verschiedene Hintergründe haben. Manchmal guckt der Draht auch vorne aus dem Thermoelement schon raus, dieses zweite Metall quasi, okay, weil sich das so durchgebrannt hat. Ja, genau. Genau, dann passiert nichts mehr und dann muss es ersetzt werden. Ist ja eigentlich ein relativ einfaches Prinzip. Dennoch kann es natürlich kaputt gehen, hast du gerade gesagt, aber glaube ich, würde es sich auch relativ leicht tauschen lassen. Genau, also es kommt immer darauf an, was ich jetzt für ein Gerät habe. Bei dem Aufsteckstrahler ist es relativ simpel. Das ist ein Standard-Thermoelement. Da kann ich natürlich das Original vom Hersteller nehmen. Es gibt verschiedene Hersteller, die Universal-Thermoelemente anbieten, die dann auch passen würden. Andere Geräte kann man versicherungstechnisch natürlich nicht so schön, aber könnte man umrüsten, dass es funktionell wieder ist. Im gewerblichen Bereich absolut verboten. Im privaten Bereich ist es ja so, dass du da selber deine Handhabe durchführen kannst, wie du es machst. Genau, wobei das natürlich tatsächlich schon komplexe Themen sind und halt auch mit Folgen behaftet. Das heißt also, grundsätzlich ist auch eine Gasanlage was, wovon ich persönlich die Finger lasse, du natürlich nicht, weil du die entsprechende Fachkenntnis hast. Also du das explizit darfst und die entsprechenden Prüfungen und Zertifikate hast, aber ohne die traue ich mich da nicht wirklich ran und ich glaube, das geht den meisten von euch auch so. In den ganzen persönlichen Gesprächen hört man das immer so, Gasanlage ist immer so auch so ein gewisser Mythos oder Nimbus, der das Ganze umgibt, weil Gas immer so ein bisschen mit Gefahr assoziiert wird. Muss, glaube ich, nicht sein. Also wenn man eine gut gewartete Gasanlage hat, die geprüft ist, bei der die Schläuche erneuert werden, also die beweglichen Schläuche erneuert werden, alle 10 Jahre maximal, glaube ich. Genau. Alle 10 Jahre sagt man im Haushaltsbereich, gewerblicher Bereich, alle 6 Jahre. Aber das wird ja durch den Prüfer dann auch immer wieder nachvollzogen und der kann dann ja die Hinweise geben, wie das dann aussieht. Im Haushaltsbereich ist es so, es ist empfohlen, weil es da ja kein wirkliches Gesetz für gibt, sage ich jetzt mal. Campingbereich definitiv alle 10 Jahre, Wohnmobile, Wohnwagen. Die Schläuche leiden einfach mit der Zeit und gerade wenn ich die auch schlecht lagere, das heißt, die kriegen viel Kälte, dann wieder Hitze ab, Kälte, Hitze, dann werden die manchmal spröde, die Weichmacher gehen raus oder werden rissig. Oder wenn ich zum Beispiel einfach mal so einen Schlauch im Flaschenkasten habe, der ständig so geknickt ist, kriegt der auch seine Risse. Der sieht optisch erstmal noch gut aus, wenn ich den ein bisschen gegenknicke, sehe ich aber schon, dass Risse sich bilden. Und dann kann es auch passieren, dass ich den schon nach 4 Jahren austauschen muss, weil der einfach nicht mehr diese Sicherheitsmerkmale aufweist. Ja, ja, ich meine, am Ende ist das natürlich auch Geld, aber am Ende ist es natürlich auch viel Sicherheit, die da drin steckt. Also ich glaube, auf 10 Jahre betrachtet relativiert sich dann auch der Preis für so einen Gasschlauch sehr. Gibt es da eine Chance, den Zustand so für einen Laien zu prüfen oder wie macht man das am besten? Im Endeffekt ist es ja wie beim Gasprüfer auch erstmal nur eine Sichtprüfung, die man durchführt. Später natürlich mit der Druckprüfung und allem Weiteren, aber erstmal ist es nur eine Sichtprüfung. Das heißt, ich gucke mir den Schlauch an, überall gerade an den Stellen, wo der vielleicht zu stramm gebogen ist oder so, ob da Risse erscheinen, dann ist es noch so, dass auf jedem Schlauch, vielleicht kannst du das nochmal mit der Kamera filmen, müssen wir hier, genau, hier haben wir zum Beispiel,
einmal das Baujahr vom Schlauch drauf. Bei dem Schlauch ist es jetzt 2013. Kannst du das sehen? Erkennbar sein. Das heißt, der ist quasi schon fast am Ende seiner Lebenszeit. 2023 im Campingbereich sollte der ausgetauscht werden, würde ich grundsätzlich bei jedem Gasgerät empfehlen. Mhm. Weil man weiß nicht, wie lange hat der Schlauch jetzt schon oder leidet der Schlauch schon. Weil man manchmal sieht man es einfach außen nicht. Ja, im Inneren kann ja schon so viel passiert sein. Wir können so viele Ablagerungen haben, weil wir im Gas ja viele Öle haben und viele Rußpartikel oder Rost aus den Flaschen. Und das setzt sich dann natürlich unter Umständen alles fest. Und wenn ich mir das mit der ganzen Zeit ansammle und dann löst sich das irgendwann und springt in die Anlage rein, dann verstopfe ich unter Umständen die Düse, die ja das kleinste Bauteil, sage ich jetzt mal, oder die kleinste Öffnung in der Gasanlage ist. Ne? Das stimmt, dann brennt gar nichts mehr. Dann geht gar nichts mehr und dann kann es richtig teuer werden, weil so eine Düse kann ich manchmal nicht einfach so ersetzen. Ja, ich habe mit einem Kunden gesprochen, der braucht so einen ganzen neuen Brennerkopf jetzt, weil der Hersteller sagt, er hat keine einzelnen Düsen und dann wird es teuer, dann kann man sich auch ein Neugerät kaufen. Ne? Das stimmt natürlich. Du hast gerade schon angesprochen, die Öle. Wir haben ja seit ein paar Jahren so eine Diskussion, weil es immer mehr gefordert wird oder eigentlich auch seitens der Hersteller von Gasanlagen ja, vorausgesetzt wird, dass wenn man jetzt so eine Duo-Control installiert oder eine Gasanlage neu installiert, dass man Filter, Vorfilter quasi einbaut, die zwischen Gas und Gasanlage sitzen, so würde ich es jetzt mal bildlich sagen, und die Filterelemente auch regelmäßig tauscht bzw. reinigt. Die dienen ja dazu, um diese Öle rauszufiltern. Und ich fand das eben ganz plausibel, wenn man sich dieses kleine Ventil hier nochmal anguckt mit der Feder, ich hoffe, das kann man hier sehen auf der GoPro, dann ist das natürlich ein relativ filigranes Teil. Und wenn sich da eben Ablagerungen bilden, das ist wahrscheinlich das Problem. Und das kann ich tatsächlich mit diesen Filtern verbessern. Genau, es gibt ja bei den Thermoelementen oder bei den Benzinsicherungen verschiedene Phänomene, die auftreten können, wenn es defekt ist. Einmal, dass es nicht mehr schließt, das heißt, durchgehend strömt Gas aus, oder es macht nicht mehr offen. Ja, genau. Oder bleibt nicht geöffnet. Das sind so die beiden Fehlersymptome, die auftreten können. Es kann jetzt auch sein, dass wir nur das Ventil reinigen müssen, beziehungsweise dieses Hauptventil, wo wir den Knopf dran haben, dass wir das reinigen und dann ist alles wieder schön. Muss man aber erst prüfen. Würde ich selber nicht machen, weil die Mutter, die wir gerade gezeigt haben, wo das Ventil quasi drin sitzt, die geht super schnell kaputt. Okay. Und da muss man immer vorsichtig sein. Ich habe meistens in meinem Ersatzteilkoffer habe ich immer eine dabei, damit ich die ersetzen kann. Aber es geht halt super schnell kaputt. Und wenn ich die kaputt habe, kriege ich die auch nicht sofort als Ersatzteil, weil die Lieferanten das meistens nicht da haben. Mhm. Ja, wir haben alte Bauteile auseinandergenommen oder alte Geräte, wo die Bauteile noch in Ordnung waren und haben deswegen so einen kleinen Ersatzteilfundus. Mhm. Ja? Jetzt habe ich natürlich, wenn ich jetzt an die Sicherheitsabschaltung denke, dann, das fand ich ein plastisches Beispiel, das Nudelwasser kocht über und das Wasser löscht quasi die Flamme. Dann dauert es aber, bis das Thermoelement abgekühlt ist, bis die Gasabfuhr abschaltet. Und das können, wie du gesagt hast, bis zu 60 Sekunden sein. Genau, man sagt 60 Sekunden oder bis zu 60 Sekunden, dann wird auch eine Gasprüfung noch bestanden werden. Wenn es länger dauert, dann ist es einfach zu träge und zu alt auch wieder. Deswegen macht man die Gasprüfung, weil dann wird man das wieder merken. Dann müsste es auch neu. Aber in den 60 oder sagen wir 40 Sekunden tritt ja noch Gas aus. Das heißt, genau. Ist das noch gefährlich oder ist das... Ja, wir haben das Problem, dass wir nicht viel Gas brauchen und eine gewisse Menge an Sauerstoff, um es zu entzünden. Ja, grundsätzlich ist der größte Faktor, sage ich jetzt mal, oder die größte Gefahr ist ausgeschaltet. Natürlich kann es in dem Bereich, weil wir haben ja einen Kocher, der meist eine Mulde ist. Ja, bei den Gasgeräten fließt es nach unten eh ab. Das ist ja sowieso nochmal was anderes. Aber wenn wir jetzt vom Kocher ausgehen, der meistens eine Mulde ist, der wird dann hier rein theoretisch in diesem Becken, sage ich jetzt mal, nochmal Gas sammeln. Mhm. Wenn man sofort da mit dem Feuerzeug drangehen würde, dann könnte sich was entzünden. Kommt man ja meist nicht auf die Idee, sage ich jetzt mal. Aber rein technisch gesehen wird das passieren. Bei Heizgeräten wie bei dem Ofen oder beim Heizpilz oder so wird es nach unten abfließen. Und dafür ist es zu wenig Gas, sage ich jetzt mal, dass es gefährlich wird. Okay. Das heißt aber theoretisch, wenn man den Kocher nimmt und ich würde auf der einen Seite die Nudeln kochen, die mir dann die Flamme löschen und auf der anderen Seite die Soße, dann könnte natürlich ein bisschen von dem Gas... Unter Umständen wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, weil es wirklich so wenig Gas dann in dem Bereich ist. Aber rein theoretisch könnte die Flamme dann einmal kurz größer werden. Es wird nicht knallen, es wird nur so ein wie, du sagst es gerade so schön, bellen, aber halt nicht so laut. Ja, okay. Also sowas könnte das dann werden. Ja. Aber grundsätzlich passiert sowas nicht. Also das Gas ist wirklich dann zu wenig noch. Wir brauchen zwar nur eine geringe Menge Gas, man sagt so 2 bis 11% ungefähr für ein zündfähiges Gemisch, aber eigentlich ist es
Ja, gut, da bin ich dann auch bei der Luftmenge, die ja doch quasi dann auch im Fahrzeug ist, schon relativ schnell noch weniger konzentriert, also dünner konzentriert, und von daher dann wird wahrscheinlich wenig passieren. Genau. Ja, eine zweite Thematik der Sicherung haben wir auch noch aufgebaut quasi, die wir zeigen können. Genau, das wäre die Kippsicherung. Die haben wir meistens bei Heizpilzen oder Heizstrahlern verbaut. Gibt es in diesen kleinen Geräten auch, gibt es teilweise auch schon bei den kleinen Öfen. Nicht jeder Hersteller hat das, aber es gibt Hersteller, die das schon haben. Das haben wir einmal hier. Zeigen, dass man dann dieses Gerät ist. Das ist jetzt ein Kartuschengerät. Kartusche ist von uns schon eingespannt. Wir starten den einfach mal. So, jetzt warten wir mal einen kleinen Genau. Moment ab. Man sieht jetzt auf der rechten Seite das kleine Thermoelement, in der linken Seite haben wir die Zündkerze, in der Mitte ist die Pilotflamme. Zwar Pilotflamme heißt, weil der eigentlich indirekt quasi nur die Zündquelle ist für das Genau, Keramikfeld oben im drüber. Endeffekt ist es so, wenn das Thermoelement nicht aufgeheizt ist, kommt aus dem Keramikfeld auch normalerweise noch nichts raus. Okay. Ja, das ist bei den großen Öfen das Gleiche, das wird bei dem Gerät auch so sein. Das Gerät habe ich jetzt nicht zerlegt, deswegen kann ich es dir nicht so eindeutig sagen, aber ist normalerweise so der Fall. So, und wenn wir jetzt eine Kippsicherung haben, das heißt, ich habe auf einer Party, habe ich das Teilchen auf dem Tisch stehen oder auf dem Hochsitz im Wald, ja, und stoß an den Tisch an und das Gerät wird nach hinten kippen. Ja, hört man so ein leichtes Klacken und das Gerät geht sofort aus. Ist im Ja? Prinzip hier ja einfach mit einem mechanischen Schalter am Boden, der quasi, solange das Gerät steht, Druck hat und schließt. Und in dem Moment, wo es kippt, geht er auf und dann passiert Im was? Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Ich nehme einfach nochmal das Thermoelement zur Hand, was wir gerade schon hatten. Oft bei diesen Heizstrahlern ist es so, dann ist dieses Thermoelement unterbrochen und mit einem kleinen Schalter versehen. Einfach nur eine elektrische Steuerung, wo wir dann eine kleine Kugel haben, die in einem Trichter liegt. Die Kugel wird beim Stürzen des Gerätes, sage ich jetzt mal, aus dem Trichter geworfen. Am Ende des Trichters sitzt aber der kleine Schalter, der dann hier dieses Thermoelement unterbricht. Das heißt, wir unterbrechen einfach nur die Zündsicherung und sagen dem Gerät, es ist keine Hitze mehr da, sage ich jetzt mal. Und dann schaltet der so automatisch das Gerät ab. Das heißt, die Flamme geht aus, mir kann erstmal nichts mehr passieren. Das ist ein ähnliches Prinzip wie bei dem Crashsensor, wenn ich entsprechende Gasanlagen in den Fahrzeugen habe, dass ich auch während der Fahrt die Gasanlage oder die Gasflasche aufgedreht lassen darf. Dann gibt es ja diese Anschlüsse mit Crashsensor. Genau. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Kugelsystem. Ich habe hier natürlich aber keine Unterbrechung der Gaszufuhr. Doch, habe ich auch, aber nicht über die Unterbrechung des Da funktioniert es Zündkreislaufs, mechanisch. sondern ich muss ja nicht zwingend eine Flamme haben, sondern da ist wirklich mechanisch dann einfach eine Unterbrechung der Gaszufuhr. Genau, Genau. vom Prinzip her das Gleiche. Bei der Firma GOK oder GOK sieht man das sehr schön. Da kann man das an dem Bauteil eigentlich erkennen. Da ist in der Mitte so ein grüner Knopf, den ich reindrücken muss, um die Kugel wieder in die richtige Position zu bringen. Und dahinter kann man so leichten Trichter erkennen, wo die Kugel drin Stimmt, die haben so eine Art Reset-Funktion. Genau, Genau. ja, genau, Ja, richtig. und bei Truma gibt es das auch, ist aber alles ein bisschen schöner verpackt, deswegen erkennt man es nicht so. Genau, und hier ist, glaube ich, der Schalter einfach, wenn ich das richtig gesehen habe, ist da am Boden ein Kontakt, der dann quasi in irgendeiner Form Ich auslöst. weiß Weiß ich jetzt gar nicht, nicht. wie Ja, es bei genau. dem Gerät verbaut ist. Man hört, wenn man den kippt, hört man auch so ein leichtes Klacken. Deswegen vermute ich einfach, dass da auch so eine Art Schalter verbaut ist wie bei den großen Ja. Geräten, ne? Ja, spannend eigentlich. Also man hat ja eigentlich so, wenn man die Geräte benutzt, gar nicht so die Vorstellung, was da im Inneren passiert, was natürlich manchmal die Fehlersuche auch etwas erschwert, ne? Weil man dann eigentlich natürlich sagt, es geht halt irgendwie nicht und nicht weiß, warum. Aber das sind schon mal ganz, finde ich, ganz spannende Informationen. Ja, was gibt es zum Thema Gas und Sicherheit noch aus deiner Sicht jetzt in dem Kontext? Wir haben ja jetzt grundsätzlich die Abschaltmöglichkeiten, die das Gasgerät selber bietet, sage ich jetzt mal schon gezeigt. Dann kommt es natürlich noch darauf an, wie gepflegt ist mein Gasgerät. Du sagtest gerade, okay, man sollte regelmäßig zur Gasprüfung gehen, die Geräte regelmäßig überprüfen, würde ich auch empfehlen, auch wenn es private Geräte sind, ruhig mal so einen Grill irgendwo hinbringen und einmal durchschauen lassen. Jeder hat das schon mal gehabt auf der Grillparty, dass wir irgendwie einen Fettbrand hatten oder so. Man erschreckt sich erstmal, aber eigentlich sollte man lieber entspannt bleiben, die Flasche abdrehen und erstmal vom Gerät zurücktreten. Das ist dann der bessere Weg, als zu schreien und sofort die Feuerwehr zu rufen. Ja, die haben wahrlich andere Sachen zu tun in dem Moment, als sich nur darum zu kümmern. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass uns Nudelwasser überkocht. Dann verschmutze ich unter Umständen auch den Brenner beim Kocher.
Und da haben wir gerade schon mal was gedreht, wenn wir das jetzt mal einmal kurz einspielen können. Genau, hier in dem Fall haben wir jetzt eine schlechte Sauerstoffversorgung der Flamme. Ja, die Flamme ist extrem hoch und gelb. Und daran sehe ich schon, okay, da fehlt vermutlich Sauerstoff. Könnte daran liegen, mir ist da was übergekocht. Oft hat man das auch, genauso wie bei den Kippsicherungen oder bei den grundsätzlich bei den Geräten wie Heizstrahlern oder kleinen Öfen, dass sich Spinnen irgendwo reinsetzen, kleine Fliegen irgendwo drin sitzen. Manchmal muss man dann die Kocher komplett zerlegen und reinigen. Da muss man halt dann immer schauen, wo kann das Problem herkommen oder irgendwelche Wohnmobile werden umgebaut und dann werden die Lüftungsöffnungen von den Kochern so verdeckt, weil das schöner aussieht, damit man diese großen Löcher nicht mehr in der Küchenfront hat. Und dann hat man so ein Bild, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Und eigentlich sollte es ja anders aussehen, das haben wir auch nochmal gefilmt. Genau, einigermaßen zu erkennen, da haben wir eine ganz normale blaue Flamme, wie es auch sein soll. Das heißt, da ist das Gerät dann wieder gereinigt und wir können damit fortfahren, damit zu grillen. Wenn wir diese 15 cm bis 20 cm hohe Stichflamme haben, sollten Sie auch einfach das Gerät abschalten, Flasche zudrehen, vielleicht beiseite stellen und entweder was anderes zum Kochen benutzen oder vielleicht den guten Gasfreund fragen, der Ihnen das Gerät mal durchschauen kann. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Im Endeffekt haben wir dieses Gerät so manipuliert, dass die Sauerstoffzufuhr tatsächlich zu war. Einfach nur, um zu zeigen, also das Bild zeigt sich tatsächlich so. Wenn ich Fahrzeuge habe, ich bin ja Wohnwagen- und Wohnmobilprüfer oder auch für Imbissfahrzeuge und es sieht genauso aus, wenn ich jetzt einen Kocher habe, der lange nicht sauber gemacht wurde oder nicht vernünftig genug. Ich will keinem was zu unterstellen, aber manchmal kommt man auch an die Stellen nicht so gut dran. Ja, und dann setzt sich da Schmutz rein oder wie gesagt, ich habe auch schon kleine Spinnen in den Kochern gefunden, weil die Geräte einfach so lange offen stehen. Und da hat sich dann keiner drum gekümmert. Die Kocher werden drinnen seltener benutzt und dann passiert sowas. Und dann sieht es genau so aus. Ne? Ja. Ja, es gibt ja eine eigene Spinnenart, die sogenannte Truma-Spinne. Die ist ja was sehr Ähnliches und dann wird es im Wohnwagen nicht mehr warm. Also die kenne ich auch, die hatte ich auch schon. Der freundliche Truma-Monteur hat die dann auch relativ schnell entfernt. Aber das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Ne? Genau, also vom Prinzip her, wie gesagt, überkochte Sachen. Das heißt, da ist mir Soße mal reingelaufen. Ich komme in die kleinen Öffnungen nicht rein. Dann kommt es noch dazu, oft die Schrauben in der Mitte von diesem Kocherdeckel, die setzen sich manchmal so fest, die kriegt man als Privatperson manchmal gar nicht mehr gelöst oder muss die aufbohren lassen oder so. Ich habe das passende Werkzeug nicht da und dann mache ich das nicht selber und dann denke ich mir einfach, es geht schon. Erstmal ist die Flamme noch so klein, aber das wird natürlich immer mehr mit der Zeit. Ja. Und irgendwann kann man es nicht mehr, dann wird man nicht mehr Herr darüber. Und Problematik ist dann natürlich noch, wenn ich so eine gelbe Flamme habe, ich habe einen hohen CO-Gehalt dann in der Flamme, weil das eine schlechte Verbrennung ist. Das ist auch nochmal ein spannendes Stichwort, aber ich meine, im Prinzip ist ja nichts anderes beim Vergasermotor. Auch da, ich brauche halt ein vernünftiges Luft-Gas-Gemisch, um eine saubere Verbrennung zu haben. Und nichts anderes ist es hier bei dem Brenner genauso. Deswegen auch das Thema, was wir letzte Woche bei den Cutter-Grills mal kurz angerissen haben, dieser Unterschied zwischen 30 und 50 Millibar. Ich brauche natürlich die Düse quasi passend zu dem Betriebsdruck, weil ich natürlich mit einem unterschiedlichen Durchmesser einen ganz anderen Durchfluss habe, wenn ich mit niedrigem Druck draufgehe, als wenn ich mit hohem Druck draufgehe. Und entsprechend habe ich natürlich ein völlig anderes Verbrennungsbild. Das heißt, ich hatte irgendwo mal gelesen, ja gut, dann habe ich halt ein paar Grad weniger. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt, sondern ich habe ein falsches Flammenbild oder einen falschen Verbrennungspunkt, wenn man so will. Also weil das ganze Gemisch einfach nicht mehr passt zueinander. Genau, es ist wenig Druckunterschied, das stimmt schon. Es gibt auch Kunden, die sagen, ich kaufe mir ein 30 Millibar Gerät und mache einen 50 Millibar Regler dran, dann habe ich mehr Leistung, dann brennt das alles besser. Im ersten Moment scheint das alles zu stimmen und das scheint gut zu funktionieren. Aber im Endeffekt ist es ja so, weil die Düse auf 30 Millibar abgestimmt ist, sage ich jetzt mal, haben wir natürlich eine ganz andere Gemischverteilung. Ja? Unter Umständen kann es zu Flammenrückschlag kommen. Ja? Das heißt, das Gas schlägt in das Gerät zurück und die Stellen sieht man meistens gar nicht. Bei dem Kocher, den wir jetzt gerade im Video gesehen haben, da sehe ich die Lüftungsöffnung gar nicht, die wir verdecken mussten, sage ich jetzt mal. Mhm. Da muss man wissen, wo die sind und dann kommt man da dran. Ja, aber was mache ich in dem Fall? So, ich sehe diese Lüftungsöffnung gar nicht und mir schlägt da das Gas raus. Das kriege ich erst nicht mit, darunter brodelt schon vielleicht alles. Ja, noch schlimmer im Fahrzeug irgendwo, wo ich es gar nicht mitkriege.
und dann brennt mir die Bude unter Umständen ab. Ja? Oder irgendwas anderes brennt oder schmort, wenn ich einen Kocher auf dem Tisch stehen habe und der fängt unten an zu brennen. Und gerade bei so Campingtischen oder auch vielleicht bei anderen Holztischen, die vielleicht kaum behandelt sind, sage ich jetzt mal, da brennt mir die Platte auf einmal weg. Mhm. Ja? Und erst ist es nur ein schwarzer Fleck, aber mit der Zeit wird es natürlich mehr, wenn ich es noch nicht merke. Ne? Also es ist schon eigentlich ein relativ aufeinander abgestimmtes System, logischerweise, weil ich eben ein optimal brennbares Gemisch brauche. Und insofern sollte das natürlich auch in dem Kontext betrieben werden, wie es geplant ist. Sonst ich kann ja auch keinen Föhn mit 110 Volt an unsere Steckdosen anschließen hier. Ja? Ne? Auch das kann ein kurzzeitiges Vergnügen sein. Wobei es tatsächlich so ist, ein 220 Volt Föhn an einer 110 Volt Steckdose ist ein laues Lüftchen. aber es ist halt nicht vorgesehen, das meine ich so damit. Ne? Wobei ich habe mit Föhns nicht so die Probleme. CO2 war noch ein spannendes Stichwort. Ist natürlich auch ein Faktor. Wir haben eine Verbrennung und bei einer Verbrennung entsteht nun mal CO2 und CO. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ein Naturheilmittel, würde ich mal sagen, übertrieben gesagt. Ist das gefährlich, im Fahrzeug grundsätzlich mit Gas zu hantieren? Muss ich immer irgendwie für eine Durchlüftung sorgen? Oder? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir immer Zwangsbelüftung haben. Ja, im Wohnwagen, Wohnmobil sowieso. Wenn es um Imbisswagen geht, muss es meistens nachgerüstet werden, weil es sind oft Kofferanhänger und da muss man schauen, okay, da könnte eine Belüftung hin, unten am besten noch eine, damit wir so einen gewissen Durchzug haben, aber auch einfach nur, weil wir einen höheren Gasdurchsatz haben. Da haben wir mehrere Kocher drin, mehrere Geräte, die erheblich viel Wärme ausstrahlen und auch erheblich viel Abgas erzeugen. Da ist es nochmal was anderes als im Wohnwagen oder Wohnmobil. Ja, wobei man da zum Beispiel beim Wohnwagen oder Wohnmobil sehr darauf achtet, dass wenn man jetzt die Heizungsöffnung, den Abgaskamin von der Heizung zum Beispiel direkt unterm Fenster hat, gibt es extra elektrische Abschalter, die das verhindern, dass wenn das Fenster auf ist, dass die Heizung angeht. Okay. Ja, wissen viele nicht, wundern sich erstmal, warum geht meine Heizung jetzt nicht, ja, aber weil das Fenster halt oder der Kontakt vom Fenster nicht geschlossen ist. Ja, und das ist einfach auch dafür, dass die Abgase nicht ins Fahrzeug reinkommen. Ja, weil wir haben Geräte, die arbeiten raumluftabhängig und raumluftunabhängig. Und das sind die Heizungen halt. Ja, die ziehen mittlerweile die Frischluft von draußen und schicken die Abgase wieder nach draußen. Ganz anders so ein Kocher, der holt sich das meistens aus dem Innenraum und schickt das dann auch wieder in den Innenraum rein. Ja, hätte ich keine Belüftung im Fahrzeug, würde mir nach gewisser Zeit duselig werden. Mhm. Noch schlimmer, wenn ich so eine 15 cm Stichflamme habe, weil ich dann mehr CO produziere und dadurch wird mir noch schneller schwindelig, sage ich jetzt mal. Man wird so ein bisschen schlapp, sage ich jetzt mal, wird vielleicht müde, schläft ein, deswegen soll man auch mit dem Kocher nicht heizen. Mhm. Ja, das ist der Grund. An jedem Kocher haben wir normalerweise ein Schild angebracht, wo drauf steht, wir dürfen damit nicht heizen. Das stimmt. Also Prinzip ist überall das gleiche. Alle Geräte, die Abgase und die Frischluft vom Innenraum beziehen, da sollte man immer für Lüftung sorgen. Im Zelt oder unterm Pavillon selbst, unterm Pavillondach sammelt sich das auch sofort. Mhm. Ja. Wir haben bei der Gelegenheit vor etlichen Monaten auch mal einen Test gemacht tatsächlich und haben in einem Luftfahrzelt mit Gas geheizt. Es war ein Drive-Away-Zelt, für die von euch öfter zuschauen, die wissen, was das ist. Also im Prinzip ein Vorzelt, was freistehen kann. Und das kennzeichnet sich dadurch, dass es eine eigene Rückwand hat, die ich verschließen kann. Immer dann, wenn ich mit meinem Fahrzeug wegfahre und das Zelt alleine stehen bleibt, kann ich es von hinten zumachen. Und das ist natürlich sehr angenehm, weil ich, auch wenn das Fahrzeug steht und ich an einem kühleren Abend im Vorzelt sitze, ich einfach die Rückwand zumachen kann und dadurch das Thema Zugluft komplett erledigt habe, was natürlich gerade beim Wohnmobil schön ist, weil beim Wohnmobil ist es sehr schwierig, diese Wagenschürzen anzubringen, wie wir sie vom Wohnwagen kennen. Beim Wohnmobil oft sehr zerklüftet und mit der Treppe drin und sowas ein bisschen schwierig. Von daher ist das natürlich eine schöne Möglichkeit, das Zelt von hinten komplett dicht zu kriegen. Jetzt kann ich mir natürlich, wenn es kühl wird, so einen schönen Gasbrenner da reinstellen. Und wir haben das auch als Grafik noch damals mal gemessen, den CO2-Wert. Wir haben das dann von, ich glaube, um die 11 Grad mal schön hochgeheizt auf kuschelige 25 Grad. Und man sieht oben die CO2-Kurve, das ist die obere Kurve, die dann sehr rapide, sehr schnell ansteigt und dann ein Plateau bildet bei 10.000 ppm, also 10.000 Parts CO2, was ein sehr hoher Wert ist. Man kann einfach, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ist es so, dass ab 1.000 ppm das Leistungsvermögen spürbar und auch messbar eingeschränkt wird.
Und wir sind hier beim 10-fachen Wert. Das ist noch nicht toxisch, aber es ist durchaus spürbar, wie du sagst, bis hin zu einer leichten, ja, will nicht sagen benebelt, nicht, dass ein anderer sagt, es ist cool, aber, aber man spürt es einfach, Konzentrationsfähigkeit, leichte Kopfschmerzen, Müdigkeit. Das sind so die typischen Symptome, die bei einer hohen CO2-Konzentration auftreten. Das Plateau bei 10.000 hat sich hier lediglich gebildet, weil das Messgerät, was wir hatten, tatsächlich für den Normalgebrauch ist. Und da geht es eigentlich darum, Werte ab 1.000 aufwärts zu detektieren und dann eben entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Und die Messobergrenze ist einfach 10.000. Das heißt, wir wären hier sicherlich, waren wir auch noch praktisch über den 10.000. Was man auch sieht, ist, dass es dann rapide absinkt. Das heißt also auch mit einem kurzen Stoßlüften erreiche ich unheimlich viel. Das gilt auch tatsächlich für Wohnwagen, Wohnmobil. Das heißt, wenn ich mal gerade beim Kochen oder so irgendwie das Gefühl habe, also es ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe das ein bisschen beobachtet, weil ich aber mir zu Hause den CO2-Wert seit ein paar Monaten recht intensiv messe. Aber man hat dann wirklich so ein bisschen das Gefühl, man hat so eine Konzentrationsschwierigkeit und irgendwie so ein bisschen müde. Dann kann Lüften tatsächlich helfen. Und es geht dann tatsächlich sehr, sehr schnell, dass dieser CO2-Wert wieder absinkt. Also alles, was in dem Bereich ist, ist auch reversibel. Wenn wir über toxische Dosierung reden, da sind wir bei 100.000 aufwärts. Dann geht es allerdings auch sehr schnell, weil einem sprichwörtlich die Luft ausbleibt. Und das ist dann meistens tödlich. Aber davon sind wir hier in aller Regel weit, weit entfernt durch die Zwangsbelüftung, die du schon gesagt hast. Genau, im ersten Augenblick schon. Es gibt natürlich so Momente, wo sich Kunden solche Dachhauben austauschen lassen und sagen dann, ach, ich nehme die günstigere. Ja, der Monteur, der das vielleicht einbaut oder der Kunde baut das selber ein, achtet nicht darauf und dann haben wir auf einmal keine Zwangsbelüftung mehr. Mhm. Ja, wenn wir von Gartenlauben ausgehen, die zum Beispiel auch komplett geschlossen sind, ja, da macht dann keiner das Fenster auf, wenn er heizen will, weil er will es ja warm haben. Mhm. Ja, wenn man dann in der Gruppe vielleicht nicht darauf achtet, dass man so leicht benommen wird, weil man vielleicht am Bierchen nascht oder so. Da entstehen dann die Momente, die gefährlich werden, ja? Weil alle zusammen werden dann schlapp, keiner realisiert es und es geht jetzt nicht um tatsächlich eine Trinkgelage, sondern es kann immer mal passieren. Man sitzt vielleicht im Wohnwagen zusammen, spielt Mau Mau und es wird sowieso schon spät und man denkt, man wird müde aufgrund der Zeit. Ja, dabei liegt es an dem CO. Mhm. Ja, und das sind die Gefahren, die man dann in dem Moment damit ausschalten kann, dass man so einen CO-Warner zum Beispiel verbaut hat. Ja, wo man dann sagt, okay, das Gerät piept, falls ich das noch nicht realisiere. Mhm. Ja, weil wenn man speziell darauf achtet und weiß, was jetzt gleich passieren wird, dann merkst du die Symptome. Aber wenn du in einer ruhigen Runde zusammensitzt und ich weiß nicht, da war ja vor ein paar Jahren mal irgendwas mit so einer Jugendgruppe, glaube ich, in so einem Gartenhaus, ging, glaube ich, um eine Dieselheizung aber, ne? Aber vom Prinzip her das Gleiche. Ja. Ne, die haben es auch in dem Moment nicht gemerkt und die Belüftung war nicht da. Ja, hätten die es gemerkt, wären die rausgegangen, da garantiere ich dir für. Aber die haben es nicht gemerkt und dann haben wir so ein Problem oder so ein Unfall, ja, sage ich jetzt mal, was nicht passieren muss. Also das ist natürlich ein Thema. CO2-Warner sind nicht vorgeschrieben, aber sicherlich eine hilfreiche Ergänzung. Dabei natürlich am besten auch genau informieren bzw. den Profi fragen, wo man die anbringt, weil wenn man die an den Himmel klebt, um sie vom Bett aus besser sehen zu können, bringt das auch nicht zwingend was, weil sich das nun mal am Boden sammelt. Also die Positionierung von dem CO2-Warner ist dann auch noch ganz wichtig, also durchaus ein nützliches Hilfsmittel. Gibt es auch die Möglichkeit, also gerade Gartenhütten ist ja ein spannendes Thema, das ist ja ein typisches Selbstbauprojekt. Und natürlich sage ich erstmal aus dem gesunden Menschenverstand heraus, dicht ist besser. Gibt es auch sowas, wenn ich da jetzt eine Gasheizung verbaue, dass man das von dir prüfen lässt oder an wen wendet man sich also dann? Also grundsätzlich kann ich mir das anschauen, wenn ich in der Nähe bin oder man bestellt mich zu sich hin. Ich würde eigentlich immer empfehlen, tatsächlich eine Heizung zu kaufen, die natürlich etwas teurer ist leider, aber die raumluftunabhängig ist. Mhm. Das heißt, die stelle ich an die Wand irgendwo dran, die bleibt da fest verbaut, wird mit einem Anschluss nach draußen gelegt und die zieht sich dann die frische Luft von draußen und schickt die Abgase nach draußen. Mhm. Dann brauche ich keine Angst haben, da passiert nichts. Sie wird nur warm und wenn mir zu warm wird, drehe ich runter. Ja, andersrum ist es, wenn ich so einen Ofen habe, gerade vielleicht älteren Semesters. Ja, man kennt diese alten Mattengeräte, Katalytöfen, ja, wo man nur noch punktuell teilweise diese Matten am Leuchten hat. An den anderen Stellen kann das Gas austreten, ohne dass es verbrannt wird, sage ich jetzt mal, weil die Matte ist nicht mehr intakt.
diese Matte auszutauschen, ist meist genauso teuer wie ein neuer Ofen. Deswegen lohnt sich das nicht. Andersrum habe ich auch Leistungsverlust, weil die Matte halt nicht mehr komplett läuft. Ja? Und wie gesagt, ich lasse das Gas da einströmen, habe eine schlechte Verbrennung auch. Es bildet sich CO. Das heißt, ich habe eine schlechte Heizleistung, ich mache noch schlechte Luft da in der Hütte. Ja, kriege das vielleicht nicht mit, drehe noch mal eine Stufe höher. Ja, und das ist absolut nachteilig. Man kann eigentlich nur dann dafür sorgen, dass man vielleicht über Eck einmal unten links in der Ecke und oben rechts in der Ecke dann eine Lüftungsöffnung macht. Vielleicht mit einem Gitter vor, mit einer Gase, damit da keine Tiere reinkommen. Aber grundsätzlich würde ich sowas immer empfehlen. Aber jetzt sind wir natürlich ein bisschen weg vom Camping-Thema, aber trotzdem ein spannender Punkt, weil wenn ich mir jetzt so eine klassische Truma-Heizung angucke, wie sie ja in wahrscheinlich Hunderttausenden von Wohnwegen verbaut ist, egal ob eine kleine, große, alt oder neu, im Grundsatz hat sich ja jetzt bis zu der neuesten Generation nicht viel geändert. Die sind ja eigentlich raumluftunabhängig. Die haben unten eine Öffnung, wo die frische Luft angesaugt wird und haben einen eigenen Schornstein, der nach oben abgeführt wird, solange die natürlich intakt sind. Wenn der Schornstein kaputt ist, habe ich ein anderes Problem. Da auch beliebt die Kappe oben auf dem Schornstein, dass die dann irgendwann mal wegfliegt und man kriegt es gar nicht mit. Das kenne ich auch, das Phänomen. Aber solange das intakt ist, ist die ja raumluftunabhängig. Genau. Also das ist genau ein perfektes Beispiel eigentlich dafür. Diese Truma-Heizung 3002, 3004, 5002, 5004, die sind raumluftunabhängig und da passiert auch nichts. Die aktuellen Kühlschränke eigentlich auch. Früher war es so, dass sie die Frischluft aus dem Fahrzeug gezogen haben. Die Abgase gingen nur nach draußen. Ja, heutzutage ist es so, die Kühlschränke müssen dicht zum Innenraum verbaut werden. Ganz wichtig, wenn ich ein altes Fahrzeug habe und mache mir einen neuen Kühlschrank rein, muss der neue Kühlschrank dicht zum Innenraum verbaut werden. Es geht nicht, dass ich den genauso einbaue wie den alten. Ist schön einfach, ist aber nicht erlaubt. Okay. Ja, und macht ja auch durchaus Sinn. Ne? Also das auf jeden Fall. Das heißt, dann bleibt ja eigentlich in den meisten Fällen der Installation lediglich der Ofen, der Herd. Genau, das ist eigentlich das Hauptgerät noch, sage ich jetzt mal, was da so in der Form funktioniert. Gaslampen hat man auch nur noch ganz selten, wäre vom Prinzip her aber auch das Gleiche. Gelblichen, genau, da hat die Firma Truma angeboten, gibt es glaube ich sogar immer noch bei Truma zu kaufen. Das wäre auch noch sowas. Aber grundsätzlich bei den neueren Fahrzeugen eigentlich nur noch der Kocher, der diese Gefahr, sage ich jetzt mal, bietet, um das CO zu vermeiden. Oder es ist irgendwas undicht, zum Beispiel am Kühlschrank oder sowas. Ja, dass der nicht mehr dicht verbaut ist, weil, was weiß ich, die Dichtung ist halt nicht mehr so vernünftig, sage ich jetzt mal, um den Kühlschrank zum Inneren abzudichten. Cool. Geht jetzt auch meistens, Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche, aber es geht jetzt ja auch meistens um diese kleinen mobilen Geräte, darüber haben wir jetzt gesprochen. Und das wird halt meistens in Gartenhütten verwendet oder in Vorzelten, auch in festen Vorzelten. Ja. Nee, also gibt ja viele, die inzwischen Terrassenstrahler auf der Terrasse stehen haben und. Also ich fand es sehr spannend. Im Prinzip ist die Technik ja auch in den Fahrzeugen genauso verbaut. Genau. Das heißt, ich finde es super spannend zu verstehen, was da passiert im Hintergrund. Eben auch, wie gesagt, weil man dann auch mal durchaus auf Fehler schließen kann. Ich selber, also in den USA ist die Technik noch ein bisschen anders. Da wird flaschenseitig das ausströmen, also strömt Gas aus und trifft nicht auf ein Ventil sozusagen, verriegelt die Flasche für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Wenn man das nicht weiß, wird man verrückt, weil es geht auf einmal nicht mehr. Also ich mache es eigentlich immer so, dass ich meinen Gasgrill über die Flasche abdrehe. Dabei bleibt natürlich das Ventil auf, hat zur Folge, dass wenn ich das nächste Mal grillen will, ich in der Regel die Flasche aufdrehe und oben ist erstmal das Ventil offen. Die amerikanische Flasche schaltet dann ab für eine gewisse Zeit. Okay. Das, wenn man es nicht weiß und nicht verstanden hat, wird man natürlich wahnsinnig, weil man sagt, das ist kaputt. Mhm. Und dann will man es 5 Minuten später jemand zeigen und dann geht es auf einmal. Ne? Also das sind halt so, oder auch hier, warum drücke ich eigentlich diesen Knopf so lange? Finde ich immer sehr plausibel, wenn man es eigentlich verstanden hat. Und dann auch ein bisschen Gefühl dafür gibt, wo kann denn die Fehlerursache sein und das Ganze eigentlich mit relativ simpler und bewährter Technik. Also Bimetall ist ja jetzt keine revolutionäre Rocket Science. Es ist kein Hexenwerk. Genau, und auch durchaus wart- und tauschbar und das finde ich eigentlich super spannend. Von daher hoffe ich, dass euch das auch gefallen hat. Dir vielen Dank, Nils. Sehr gerne. Wer Kontakt zu dir sucht, findet sich auf Gasprüfung NRW. Genau. Können wir noch mal unten drunter schreiben, da sind deine Kontaktdaten.
Klar, für Gasprüfung sowieso, aber ich glaube auch rund um das Thema Gas spürt man da eine gewisse Leidenschaft. Und das finde ich immer wieder spannend. Und von daher hoffe ich, dass es euch auch so ging. Ja, dann denke ich, für heute war es schon mal eine ganze Menge Information. Geht hier bestimmt nächsten Mittwoch weiter. Thema gibt es dann wie immer Anfang nächster Woche auf unserer Facebook-Seite. Jetzt kommen so die letzten Bundesländer ja hinterher in die Ferienzeit. Ihr in NRW ist schon, glaube ich, wird schon länger. Ne? Ja, wir in Hessen, Thüringen kommt jetzt am Freitag, den letzten Schultag, Hessen nächste Woche Freitag und dann fehlt, glaube ich, nur Bayern und Baden-Württemberg. Und dann sind die Sommerferien im vollen Programm. Das Wetter passt dazu. Und ich hoffe, viele von euch genießen ihren Urlaub oder freuen sich noch auf ihren Urlaub und haben eine gute Zeit. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche und dann bis nächste Woche. Und jetzt mal alle on the scale. Ich und mein Zelt, ich und mein Zelt. Forever, HDGDL, wir sind unzertrennlich, unverständlich, warum heutzutage nicht jeder Besitzer eines wunderbaren Exemplares selbst sein will. Nicht nur, weil man es so schön dann auf